Und was der so alles kann, zeige ich euch heute bei 94 Grad Außentemperatur und bei einer Luftfeuchtigkeit von gefühlten 100%. Los geht's! Grad, Flamingo und Flipper, ja, Sonnenbrille auf und ab zu den E-Scootern, ja, und damit auch wieder hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, hier geht es wie immer um E-Scooter, E-Scooter und E-Scooter und hinter mir seht ihr auch schon einen E-Scooter, nämlich den RevoKick S2 und was der so alles kann, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's! Informationen zum RevoKick S2 habe ich euch hier einmal eingeblendet. Eine interessante Alternative ist übrigens OneBike ES 350 Pro. Dieser Scooter sieht dem RevoKick S2 zum Verwechseln ähnlich und hat 15,6 Amperestunden Akku, kostet allerdings aktuell 599 Euro. Er lässt sich auch ganz gut als Kickscooter benutzen. Also wir haben wirklich keinen großen Rollwiderstand. Und außerdem habe ich gerade keine Hand frei, um das Gas zu betätigen. Ja, dann wollen wir an der Stelle mal so eine Mini-Rundtour um den Roller nochmal machen. Wir haben halt hier das Display im Lenker verbaut und da das hier so ein bisschen matt ist, sieht es fast aus, als wäre das wie so aufgeklebt. Also auch wahnsinnig gut ablesbar. Ich denke, das sieht man. Durch zweimaliges kurzes Drücken auf die Taste lässt sich das integrierte Licht an- und ausschalten. Ja, ist voll integriert. Vorne. Wie auch hinten natürlich. Ja, Schutzblech, kleiner Kritikpunkt, ist ein bisschen wackelig das Ganze. Wir haben hier eine Bremslichtfunktion. Und die ist auch tatsächlich ganz normal so. Ja? Also der Roller hat eine Zulassung, fährt auch nur 20 km/h oder knapp drüber. Und wir haben hier definitiv ein Bremslicht. Funktioniert übrigens, egal welchen Hebel man betätigt. Hier oben blinkt übrigens die ganze Zeit das Bluetooth-Symbol. Wir haben ja hier eine App-Anbindung. Ich bin schon eine ganze Weile damit gefahren, aber der Akku ist nach wie vor voll. Also die Fahrstufen wechselt man durch, indem man dann die Taste einmal länger drückt, aber nicht so lange, dass er ausgeht. Also ganz schwungvoll. Wir haben hier jetzt den weißen Modus, ja, weißes S, für bis 6 km/h. Eins. Dann sind wir im gelben Modus bis, ich glaube, 13 oder 15 km/h. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Man kann es in der App auch einstellen. Bei mir stürzt die dann allerdings immer ab, muss man fairerweise dazu sagen. Ich finde auch wirklich ganz toll, dass das Display hier so gut ablesbar ist. So, und wie gesagt, dann noch einmal drauf. Und dann sind wir im Sportmodus bis 20 km/h. Also im Grunde genommen der einzige Modus, der uns hier wirklich interessiert. Ja, wir haben hier den Hebel für die elektronische Bremse im Hinterrad und den Hebel für die Trommelbremse und die elektronische Bremse ebenfalls im Hinterrad. Ja, hier sehen wir das Ganze. Und was ich wieder sehr schön finde, weil das hier sehr hochwertig gelöst ist, aber genauso, glaube ich, wie beim The Urban Revolution, das gefällt mir nämlich immer sehr, sehr gut, das ist die Klingel, die hier im Bremsgriff integriert ist. Bing, bing. Ja, auf der anderen Seite natürlich das Gas und ansonsten ist es halt eben ein E-Scooter, da wollen wir uns jetzt auch nicht zu sehr im Detail verlieren. Was noch ganz interessant ist, der Klappmechanismus besteht nur aus diesem Hebel. Ja, wenn ich den umlege, dann kann ich den Roller zusammenklappen und dann bleibt er auch schon zusammengeklappt. Man muss es nicht irgendwo einhaken und wenn man es nach oben legt, gibt es einen lauten Klack und dann sind wir auch da wieder ready to go. Ansonsten die Lenkstange, die hier wirklich ein tolles Design hat, die ist hier mit diesem Schnellspanner in zwei Stufen verstellbar, nämlich einmal für große und einmal für Mini-Leute. Beziehungsweise wenn man den Roller zusammenklappt, ist das auch ganz hilfreich. Ja, die Lenkergriffe, die sind abklappbar. Das ist besonders interessant, wenn man den mal in der Bahn mitnehmen möchte. Ein Pfeil zeigt uns hier schon die Richtung an. Dann können wir ziehen und dann entsprechend den Lenkergriff abklappen. Echt cool und zurück. Zing!
hakt das Ganze wieder von selber ein. Können wir einstellen, wenn es ein bisschen locker wird. Ich zeige euch nun noch, wie man den Scooter zusammenklappt. Man muss nur kurz auf den Hebel treten und zack kann man die Lenkstange nach hinten umlegen. Diese ist in der Höhe verstellbar und kann komplett eingefahren werden. Die Lenkergriffe sind einklappbar. Der RevoKick S2 ist außergewöhnlich leicht und kompakt. Mit meiner Kofferwaage habe ich 12,8 Kilogramm ermittelt. Der ist wirklich gut mit einer Hand zu tragen und aufgrund seiner kleinen Abmessungen lässt er sich bequem mit in die Bahn mitnehmen. Und bremsen. Ja, zum Thema Agilität kann man sagen, wir haben einen breiten Lenker, kleine Reifen. Was soll ich sagen? Super agil. Ich finde auch, dass es gar nicht nervtötend ist, dass der Motor so ein bisschen laut ist, weil es kein unangenehmes Geräusch ist. Ja, und die Bremsen sind natürlich auch top, obwohl wir hier eigentlich nur Bremsen haben, die aufs Hinterrad wirken. Ja, wir haben eine Hinterrad-Trommelbremse und eine Hinterrad-elektronische Bremse. Ich hoffe, ich habe jetzt alles im Bild. Ja, dass das vom Ursprung her kein 299-Euro-Gerät war, das merkt man sofort. Also spätestens, wenn man ihn anschaut, anfasst und vor allen Dingen, wenn man ihn zusammenklappt, denn das ist total durchdacht. Und wie man an meiner Armposition schon sehen kann, ich schwitze nur, weil es so warm ist, ist der tatsächlich sehr, sehr leicht und einfach zu transportieren. Und man sieht, wenn er so zusammengeklappt ist, dann ist er auch wahnsinnig kompakt. Ja, also den kann man immer mit in die Bahn nehmen. Gefällt mir insgesamt viel, viel besser als der XC1 zum Beispiel. Allein schon, weil wir hier halt diese einfahrbare Lenkstange haben, ist der insgesamt natürlich viel, viel kürzer und leichter zu transportieren. Ja, und dann kam ich auch mal wieder aus, ne? Also das ist für den Preis eher so im Bereich von The Urban Revolution, ne? Muss man ganz einfach sagen. Beides sind Roller, bei denen man ganz klar nachvollziehen kann, dass die eigentlich teurer gewesen wären. Was ich hier nicht verschweigen werde, ist, dass man ihn auf jeden Fall sehr deutlich hört. Also er ist jetzt nicht wahnsinnig laut, aber tatsächlich kann man den doch schon deutlicher hören als zum Beispiel ein EPF 1 Pro. Ich denke, hier sind wir aber auch bei der Hälfte des Preises unterwegs. Und beim XC1 habe ich das ja auch kritisiert. Allerdings muss man sagen, da war es natürlich deutlich lauter und es war vor allen Dingen auch im Vorderrad. Jetzt mal hier zu der Rampe. Die kommen wir doch ganz gut hoch. Das ist wirklich in Ordnung. Kein besonderer Geschwindigkeitseinbruch. Natürlich auch keine Mega-Erhebung. Ich kann ja hier nur so kleinere Steigungen aus dem Stadtbereich testen. Und ja, dafür ist er halt 1A geeignet. Ich würde jetzt auch mal behaupten, wenn ich jetzt den großen Berg hinten hochfahre, dann wird das eher nichts. Also die 430 Watt Nennleistung, die hier in der Datenbestätigung angegeben sind, da ist vermutlich der Weg zur Maximalleistung nicht mehr besonders lang. Aber wirklich insgesamt ein ganz, ganz toller Griff für die 300 Euro. Ja. Also wirklich ordentlich, der Hinterradantrieb hier. Und wir haben, wie gesagt, 8,5 Zoll große Luftreifen, die ich mir jetzt auch gar nicht bis zum Anschlag vollgepumpt habe, sodass das insgesamt ein sehr, sehr schönes Fahrgefühl ist. So, dann kommen wir zur Skateboard-Rampe und das ist auch angenehm. Da werden wir locker hochkommen und genauso ist es auch. Ja, gar kein Problem. Also wir haben hier wirklich einen ordentlichen Anschub und vor allen Dingen jede Menge Bodenfreiheit. Also kommen wir natürlich ganz easy über die Rampe. Also hier macht man für 299 Euro wirklich einen richtigen Schnapper. Jetzt machen wir die elektronische Bremse. Also die ist wirklich super smooth, das hat man noch nicht gesehen. Aber natürlich nichts, um mal auf die Schnelle zum Stehen zu kommen. Da ist dann schon der Bremshebel mit der Trommelbremse hinten die bessere Wahl. Ja, also der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Da kann man tatsächlich für den schmalen Taler relativ wenig verkehrt machen.
Ja, die Klimaanlage bei mir zu Hause hat mich gerade angerufen und hat gesagt, ich soll mal dringend nach Hause kommen, weil es wahnsinnig warm ist. Deshalb machen wir jetzt ein sehr kurzes Fazit zum RevoKick S2. Knallerkiste, ne? Machen wir es einfach kurz. Es gibt ein paar Kritikpunkte. Das ist zum einen, dass man alle Schrauben ordentlich nachziehen sollte und dass das Schutzblech ein bisschen klappert bei unruhigeren Untergründen. Natürlich haben wir hier keinen ESO 4 Pro, aber der Hinterradmotor schiebt gut an. Die Bremsleistung ist in Ordnung. Er ist super agil, mega kompakt, wiegt unter 13 Kilogramm. Lenkergriffe abklappbar, Lenkstange einfahrbar. Im GPS-B-Test haben wir sogar knapp über 20 km/h erreicht, auch super. Und der Akku, der hält wirklich Bombe. Dafür, dass wir hier nur 6 Ampere-Stunden haben, bin ich immerhin knapp 13 Kilometer gekommen. Und das ist ein absoluter Top-Wert bei dieser Akkuleistung. Ja, ich bin halt sehr schwer, folglich. Und oh, sehr schwer ist schon das richtige Stichwort. Wir haben hier 125 Kilogramm Zuladung. Und das ist ja mal ein absoluter Knaller. Ja, also auch was für die schwereren Kandidaten wie mich unter uns. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, was soll man da großartig zu sagen? Ja, das Display gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das wirkt fast wie so ein bisschen wie so diese Paperwhite-Technologie. Ist wahnsinnig hell und gut ablesbar, flimmert auch nicht. Ich persönlich kann euch den voll empfehlen. Da gibt's nix. 299 Euro, absolut fairer Preis dafür. Man sieht halt auch einfach, dass das sonst ein teurer Roller gewesen ist. Das sieht man schon beim Klappmechanismus. Das ist alles wie aus einem Guss. Das Ding ist einfach schön. Ja, es hat mir richtig gut gefallen und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, folgt mir auf Instagram, bla bla bla. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Vika. Bye.